hier ist wieder euer Felix. Ich bin hier in Koblenz in der Handwerkskammer im Zentrum für Ernährung und Gesundheit. Hier sind auch die Friseure. Eigentlich ein bisschen komisch, aber wir gehen einfach mal schauen, was da so abgeht. So Leute, ich bin jetzt hier bei den Friseuren, bei der Sarah und beim Noah. Ist wirklich passend. Meine Frisur sieht schon wieder eher mittelmäßig aus. Bevor das Spiel anfängt, habe ich noch ein paar Fragen an euch. Noah, würde ich einfach mal bei dir anfangen. Was macht dir eigentlich so bei deinem Beruf Spaß, außer den ganzen Tag von schönen Frauen umringt zu sein? Ja, die Kunden glücklich machen, sich ausleben, seinen Beruf, kreativ zu sein, Spaß dabei zu haben und ja, macht einfach Bock. Hört sich sehr gut an, ja. Dann noch an dich, Sarah. Wie kann man sich eigentlich da so kreativ ausleben in dem Beruf? Was kann man da so machen? Ja, man kann die Typen verändern. Man könnte jetzt zum Beispiel den jungen Mädchen, wenn sie irgendwas anderes wollen, halt mal eine neue Haarfarbe, mal neue Strähnen oder eine schicke Hochsteckfrisur oder ja, eine Haarverlängerung, damit sie einfach was zufriedener sind und glücklicher sind und lange Haare haben. Halt so etwas. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich denke, da werden die meisten dann glücklich rausgehen. Aus dem Salon. And just hold it a bit. And then you're gonna work your way down and did you see that? It just fucking came off. No! It's my hair! Dann noch eine Frage an euch, ihr seid ja beide junge Menschen. Was gibt's noch so für Weiterbildungsmöglichkeiten in dem Beruf? Ja, zum Beispiel seinen Meister zu machen oder durch Fortbildungen. Betriebwechsel, also auch mal ins Ausland gehen oder so. Man kann ja schauen, worauf man Lust hat. Also ihr seht, da gibt es immer irgendwas zu tun und ja, immer weiter mit Entwicklungsmöglichkeiten. Wir kommen zu unserer Challenge. Und zwar habe ich für die Sarah und für Noah hier die beiden Puppen vorbereitet. Und zwar gibt es heute einen Irokesenschnitt. Das Publikum und der Ausbilder darf da entscheiden, wer am Ende gewonnen hat. Und ich bin wirklich gespannt, wer das Rennen macht. 3, 2, 1, go. Ja, geht. Komm, bisschen was. Sieht schon gut aus. Sieht auf jeden Fall schon. Sieht gut aus auf jeden Fall. Da geht was. Kopf an Kopf. Die Hälfte ist fast rum. Komm, go. Ich sehe auf jeden Fall. Es wird schon gut. Weiter geht's. Kommt. Mehr anfeuern. Oh yeah. Sieht sehr gut aus. 30 Sekunden jetzt. Nochmal richtig reinschlagen jetzt. Let it go. Und 3, 2, 1, stopp. Sag mal kurz, was findet ihr so? Oh, ich finde Sarahs schöner. Ist ordentlicher gemacht. Okay. Es sind zwar nur 3 Minuten gewesen, aber es ist schon wesentlich ordentlicher. Ordentlicher hören wir hier einmal. Ja, sieht auf jeden Fall auch schöner aus, weil bei Sarah ist spitz hinten, das gefällt mir besser. Ein bisschen positiv ist auch halt. Irgendwas Positives jetzt. Ja, also bei Sarah finde ich es auch besser, aber halt. Und jetzt was Positives vielleicht? Ja, also ich finde, das Thema ist eher mehr getroffen, was jetzt den Irokesen betrifft, aber von der Sauberkeit ist natürlich das schöner. So Leute, ich glaube, wir haben Gewinner. Sarah, wirklich sehr, sehr gut gemacht, auch von mir ein Lob, auch wenn ich keine Ahnung habe. Ich habe noch ein bisschen was für dich mitgebracht, würde ich dir gern überreichen. Ist vom Weitblick, kannst du dir was aussuchen. Ich hoffe, hast ein bisschen Spaß damit und ja, hat uns wirklich gefreut, dass ihr beiden mitgemacht habt. Natürlich auch zweiter Platz, war auch sehr gut. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Nächste Woche haben wir natürlich dann auch die Bestrafung hier für Noah. Ich habe mir wirklich was sehr, sehr Cooles ausgedacht. Ich hoffe, du kommst damit klar. Und das Ganze seht ihr nächste Woche. Leute, was soll ich sagen? Sollen wir dann Kopf an Kopf rennen? Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Vergesst bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist wirklich eine lustige Sache. Die Handwerk-Challenges. Euer Felix Tschüssikowski.